Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir müssen immer noch aufräumen. Und das tun wir jetzt, bevor wir dann in den nächsten Tag starten. Ich bin mir übrigens immer noch nicht schlüssig, ob wir das Lager unbedingt brauchen. Ich meine, um es euch zu zeigen. Ja, ich glaube, ich kauf's, damit ihr das auch seht. Ich mache das alles für euch. Wisst ihr das? Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann noch viel mehr Laufwege habe, weil ich dann immer bis ins Lager laufen muss, um die Regale aufzufüllen. Und wenn das halt gerade mitten am Tag ist, habe ich halt dann weitere Wege, deswegen, na, ich weiß nicht. Ob ich das so cool finde, aber für euch. Für euch teste ich das. Oh, ich hatte noch offenen Puderzucker. Ups. Okay. Dann dürften wir jetzt alles. Das Salz ist noch nicht nachgefüllt. Und das Toast. Der Reis? Hä? Ich habe immer bloß die offenen Packungen gerade genommen. Okay, so sieht es aber gut aus. Wir räumen auf. Und bestellen nach. Wir nehmen einmal Apfelsaft mit, zweimal Milch. Einmal Apfelsaft. Dann Cola nehme ich jetzt nicht mit und Soda einmal. Also das Dings hier. Salz einmal. Grünes und gelbes Öl jeweils einmal. Rotes Mehl zweimal. Dann haben wir Nudeln. Nehme ich mal gar nicht mit. Spaghetti.
Dann glaube ich, ja, Spaghetti nehme ich manchmal eine Kiste. Weiß aber nicht, ob das reichen wird. So. Vergesst ihr das mal, dass ich ja immer den Tag neu starten muss. Toast. Zehn. Spaghetti haben wir aufgehört. Dann Reis. Einmal. Blaues Mehl. Einmal. Er hat gerade super unaufgeräumt, deswegen finde ich nichts. Wer war das? Wer hat es hier so unordentlich gemacht? Müsli habe ich noch zweimal da. Toast habe ich auch noch über zweimal da. Aufstrich. Aufstrich einmal und Puderzucker einmal. So. Niemand gesehen, dass da schon was fehlt. Und beim nächsten Mal denke ich, die Kiste ist voll, bestelle nichts nach. Und dann fehlt's. Ich kenne mich doch selber. Einfach selbst sabotiert. Sind die Getränke? Ich würde zuerst gerne die Getränke aufräumen. Stehen die hier nicht so im Weg? Spaghetti hatte ich. Da bloß noch eine. Warum liegen die Spaghetti eigentlich in dem Karton? Würde das nicht stehend platzsparender sein? Abbauen hier. Übrigens gibt es bei mir kein First in, First out Lagerprinzip. Bei mir wird einfach das rausgegeben, was. Achso, ich habe glaube ich zweimal Milch. Was ich zuerst in die Finger kriege. Ja, bitte, bitte nicht melden bei irgendeinem Amt oder so. Muss hier ein bisschen haushalten mit meinem Platz. Apfelsaft. Soda. Und Salz. Okay, jetzt stapeln wir den Rest wieder oben drauf. Dann kann es losgehen.
Dauert ja meistens einen Moment, bis die ersten Kunden da sind. Sparen wir uns noch ein paar Sekunden Zeit. Auf dass ich wieder irgendwas vergessen habe nachzubestellen. Kommt hier jemand? Hallo? Kommt jetzt einkaufen! Na endlich! Ihr müsst mir doch mein Lager finanzieren. Ach, mit einer Packung Reis kommen wir nicht weit. Apfelsaft und Cola, aha. Und der macht da einen Großeinkauf. So muss das doch. Dann lohnt sich das wenigstens auch, die Kunden abzukassieren. Fangen wir nicht an wegen einer Packung Reis. Müssen auch ein bisschen Effizienz an den Tag legen. Natürlich ein Apfelsaft mit Karte bezahlt. Schon wieder Zwillinge einkaufen. Vielen Dank. Geht alles noch? Ich bin bereit. Das Ding ist, was ich halt erst festgestellt habe, wenn hier jemand findet, irgendein Produkt ist zu teuer oder so, dann sehe ich das nur, wenn ich Glück habe, weil ich in dem Moment hochgucke. Ansonsten sehe ich hinterher wieder nur, ja, einer fand es zu teuer, aber ich weiß nicht was. Das ist dann ein bisschen blöd.
Na, jetzt kaufte mir aber den Laden auseinander. Soll bestimmt gleich noch was nachfüllen. Ich muss Licht anmachen. Dringend. Nur 2060. Das heißt, wir kaufen dann zuerst das Lager, damit ich dann sehe, wie viel Geld ich noch für die Ware übrig habe. Na, andersrum? Hierum macht es mehr Sinn. Eigentlich müsste ich erst gucken, dass ich die Regale gefüllt habe, bevor ich das Lager hole. Oder? Ja, eigentlich müssten wir gucken, dass erst die Regale voll sind und dann gucke ich, wie viel Geld noch da ist und fange vielleicht an, das Lager einzurichten. Das macht doch mehr Sinn. So, ist das leer? Nein. Also mit den Tetrapack-Kisten müssten sie irgendwie mal was anpassen. Du siehst das nicht, wenn du die trägst. Ob da noch was drin ist. Und die Milch? So. Warum immer bei dem Aufstrich nehme ich die Kiste zuerst, die drunter steht? Warum? Aber der Aufstrich geht nicht so gut. Wäre eine Überlegung wert, den aus dem Sortiment zu nehmen. Aber ich weiß nicht, ob man das einfach aus dem Sortiment nehmen kann, weil wenn ich die Produktlizenz habe, wollen die ja wahrscheinlich das Produkt dann auch kaufen. Deswegen weiß ich nicht, ob das geht, dann Produkte einfach wieder rauszunehmen. So, Salz. Salz geht jetzt auch nicht so viel. Gut, dass noch eins drin ist.
hat sich das Toast, die Anzahl der Kisten ja auch schon wieder ein bisschen reduziert. Brauche ich aber auch nichts nachbestellen. Spaghettis. Nudeln. Ich hätte, glaube ich, tatsächlich gern so Putzzeug und so noch hier. Bisher nur Lebensmittel. Das würde schon Unterschied machen. Oh, denke ich. So, ich habe nicht vergessen, dass diese Kiste nicht mehr voll war. Okay. Dann räume ich jetzt noch auf, dann starte ich den nächsten Tag, dann machen wir die Bestellung. Wie immer. Aber sollte auf jeden Fall noch ein bisschen Geld fürs Lager übrig sein, so wie es aussieht. So, neuer Tag. Alle Kunden zufrieden. Olivenöl hoch, das runter. Aber ist das gar ganz schön gefallen im Preis, du. Das ist jetzt bei 5,70. Das ist bei 6 Euro Dollar. Also. Einmal Apfel, einmal Cola, einmal Soda. Zweimal Milch. Dann einmal grün, zweimal gelbes Öl. Einmal rotes Mehl. Obwohl. Nee, Mehl lasse ich. Zweimal Nudeln. Schon wieder voll die Unordnung. Spaghetti habe ich gar keine mehr. Echt jetzt? Bis auf das letzte Stück. Einmal Nudeln, zweimal Spaghetti. Einmal Nudeln, zweimal Spaghetti, einmal Reis. Einmal blaues Mehl. So. Müsli habe ich noch eine ganze Kiste. So Toast habe ich auch. Oh, ein bisschen Aufstrich brauchen wir nicht bestellen und Puderzucker habe ich eigentlich auch noch. Und aufräumen.
Wie viele Nudeln habe ich bestellt? Ich merke mir das echt. Mein Kopf. Spaghettis. Kitties. Passt hier nicht hin, weil jetzt alles nach hinten gerutscht ist. Das Gute ist ja, dass die Kunden einfach durch die Kartons hier durchlaufen. Das ist nämlich erst beobachtet. Das stört die dort auch nicht. Ja, schon wieder fast alles aufgeräumt. Sich jedes Mal die Kiste wieder drehen muss, weil der die vorher quer in der Hand hält. So. 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 Ja, heute sieht mein Lager ein bisschen leer aus, ne? Aber ich habe von jedem Artikel was da. Okay, jetzt gucken wir. Das Lager. Cool. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das die beste Investition ist jetzt gerade. Zweimal davon. Wofür das? Das sieht aus wie Lagerregal. Mach's mal erstmal so. Jetzt muss ich jedes Mal hier außen rumrennen. Ah, das gefällt mir nicht, ne? Aber wir probieren's.
Probieren wir es? Ich weiß es nicht. Passt immer nur ein Karton rein? Zwei, oder? Das, ich merke es schon jetzt, das Lager. Das ist nicht. Oh. Das kostet so viel Zeit, dann mit jeder Kiste hin und her zu laufen. Warum ist die Tür gesperrt? Kann die nicht direkt zum Lager führen? Ja, mehr schaffe ich jetzt nicht rüber. Oh, und ich sehe, es ist schon wieder die Zeit rum. So, dann gucken wir uns mal, ob uns das Lager jetzt das Genick gebrochen hat. Notfalls hole ich wieder alles zurück und mache das weiter so wie bisher. Das scheint die Kunden ja nicht zu stören. Ich weiß nur nicht, ob die Kunden es jetzt stört, wenn sie wissen, dass wir eigentlich ein Lager haben und hier das Zeug rumsteht. Gucken. Okay. Wir starten morgen in den neuen Tag. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Danke fürs Dasein. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Bye, bye.